Herzlich willkommen zum Fußball. Zum Abschluss der Drittligasaison empfängt der MSV Duisburg die Preußen aus Münster. Und für die Zebras geht es noch um Platz 4 und damit die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal. Ein Sieg wäre Voraussetzung, allerdings bei gleichzeitigen Niederlagen von Wien und Osnabrück. Carsten Baumann vor seinem letzten Drittligaspiel auf der Bank des MSV. Sein Vertrag wird ja nicht verlängert. 5 Minuten gespielt, Freistoß Duisburg, getreten von De Witt. Und Bollmann mit dem ersten Zeichen, dass der MSV hier auch die Serie von 9 Heimspielen ohne Niederlage fortsetzen will. Klasse Reaktion von Preußenkeeper Masuch. Münster in der Anfangsphase alles andere als abwartend. Das ist Benjamina und er hat den Blick für Grote. Dennis Grote mit vollem Risiko gegen seinen neuen Verein, denn der Münsteraner wechselt zur neuen Saison nach Duisburg. Münster gegen Mitte der ersten Hälfte mit klaren Vorteilen im Mittelfeld. Wieder Benjamina. Fast an jeder Offensivaktion der Preußen beteiligt, wird nicht angegriffen und dann Bollmann ins eigene Netz. Was für ein dämliches Eigentor durch Markus Bollmann. Münster in Führung. Noch einmal die Szene, Benjamina mit allen Platz dieser Fußballwelt. Ratajczak dann noch dran am Torschuss, aber Bollmann dadurch auch ein wenig irritiert. 0:1, Platz 4 für den MSV, erst einmal in weiter Ferne. Eckball für den MSV, die mussten jetzt natürlich mehr tun und den Willen dazu zeigte zum ersten Mal Ledgerwood, der kanadische Nationalspieler. Masuch mit Mühe, aber das war's dann auch aus den ersten 45 Minuten. Duisburg zu selten mit solcher Entschlossenheit in Richtung Münsteraner Tor. Das Team von Ralf Lohse zur Pause verdient in Führung. Der Münsteraner Coach hat nach Amtsantritt im September letzten Jahres die Preußen ja wieder in die Spur gebracht. Und in der nächsten Saison soll der Blick wieder in Richtung zweite Liga gehen. Der MSV weiter unter Zugzwang, versuchte sofort nach Wiederanpfiff die Initiative zu ergreifen. Ofosu Aye, Tsundi und Onuekwu scheitern an Maso, Kingsley Onuekwu. Mit 14 Treffern bester Torschütze in dieser Saison bei den Zebras. Duisburg finanziell ja noch mit argen Problemen. Das Finanzloch derzeit 4,5 Millionen Euro. Die Lizenz für die dritte Liga immer noch in Gefahr. Aber die Fans können sich freuen. Bayern München wird helfen mit einem Benefizspiel gegen den MSV am 21. Juli. Und auch Schalke hat eine ähnliche Hilfsaktion schon zugesagt. Freistoß andere Seite. Dennis Grote. Und das ist Schmidt. Ratajczak noch dran gegen Dominik Schmidt, der Innenverteidiger bei Standards immer vorne mit dabei. 5 Minuten vor dem Abpfiff sah dann der gerade eingewechselte Amaury Bischoff die rote Karte. Ein berechtigter Platzverweis nach diesem üblen Foulspiel gegen Beitsch. Die Schlussphase in der Wedau. Duisburg in Überzahl mit dem letzten Aufbäumen. Das ist Ofosu Aye, aber es war die letzte Chance zu einem Treffer. Endstand 0:1, Münster gewinnt in Duisburg, aber da Wien und Osnabrück jeweils unentschieden spielten, hätte dem MSV heute auch ein Sieg nichts genutzt. Die Saisonbilanz des Trainers aber insgesamt positiv. Wir waren die ganze Zeit nie in Abstiegsnöten. Deshalb glaube ich, war das insgesamt eine sehr gute Saison. Wir haben den Grundstein gelegt, dass die nächste Saison auch erfolgreich werden kann. Für Duisburg bleibt im Landespokalfinale am kommenden Donnerstag noch die Chance zur Qualifikation für den DFB-Pokal.